Willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder in Forza Horizon 5. Ich habe ja gesagt, das nächste Video wird Forza Horizon 5. Und ja, jetzt sind wir hier. Haben wir überhaupt Ton? Ja, haben wir, weil gerade habe ich irgendwie nichts gehört. Weil hier keine Musik war. Aber jetzt sehen wir, jetzt hören wir ein bisschen was. Ich habe eigentlich nicht so einen Plan für das heutige Video. Also gucken wir mal, was draus wird. Das nächste Video sollte dann, also ich würde sagen, also wenn jetzt hier Forza Horizon 5 kommt, würde ich sagen, als nächstes kommen BeamerG und dann Roblox und dann halt immer so weiter. Ich würde sagen, das ist dann eigentlich ganz gut. Also halt immer so ein Abwechslung, egal, irgendwie so. Ihr wisst, was ich meine. Ja, das wäre jetzt so mein Plan. Das heißt, als nächstes kommt BeamerG. Das letzte Video war ja Roblox. Das heißt, jetzt das und dann kommt BeamerG und dann wieder Roblox und so weiter. Ne? Also das habe ich mir jetzt überlegt zu machen. Also ich muss euch nochmal sagen, am Montag kommen, na, weiß ich, auf jeden Fall jetzt nicht jeden Montag Video, sondern immer so verschiedene Montage, sagen wir es mal so. Zum Beispiel diesen Montag kam ein Video bei diesem Minecraft Vox, bei diesem Minecraft Fact, das Voxel heißt. Habe ich mit Pelz mit Wesen gespielt. Könnt ihr bei ihm auch mal vorbeischauen. Ich werde ihn, glaube ich, unten im Video verlinken. Und ja, das ist halt ein Freund von mir, also egal. Also ihr könnt auch mal bei ihm vorbeischauen. Er hat nur ein Video, aber ja, fängt halt auch in, also fängt halt auch an, also könnt ihr mal vorbeischauen. Ja, also wie ich schon gesagt habe, ich habe keinen Plan für dieses Video hier, aber ich denke, wir werden einfach ein bisschen auf gut Deutsch gesagt Scheiße bauen. Und ja, wir fahren hier mit unserem Miata, das neue schnellste Auto, was ich habe. Ich kann euch ja mal eben zeigen, wie schnell der das andere schnellste Auto von mir war. Der hat 967er, sieht man da. S2 967er. Den habe ich mir neu gekauft, den R6 Avant. Okay, den habe ich mir gar nicht gekauft, den habe ich geschenkt bekommen. So, 967er und 942er. Das war eigentlich mein schnellstes Auto, aber jetzt habe ich halt auf den geupgradet. Was ich aber auch komisch finde, weil der ist aus 2018 und der ist 1994 und der ist irgendwie zweimal kleiner als er hier. Das heißt, ja, schon krass. Und hier Automeisterung habe ich natürlich alles. Okay, hier steht, wir müssen noch 8 Rennen fahren, dann haben wir, komm mal, kein einziger Wheelspin. Okay, ich mache eigentlich nicht viel, ne? Geschenke, was haben wir denn hier? What the fuck? Was hab ich jetzt? Auto verschenken. Habe ich jetzt einen Porsche Taycan bekommen? Also steht eigentlich, ich hab jetzt einen Porsche Taycan bekommen. Ein Acura NSX. Okay. Hunigan Ford Mustang. Nehme ich auch. Nehme ich einfach auch. Urban Rebel Concept nehme ich. Auf jeden Fall nehme ich. Lexus LFA, Miles Mans, Pagani Zonda, oh, what? Okay, nehme ich direkt, das ist klar. Okay, ich glaube, ich kriege die jetzt an den CLK GTR, let's go. Ja, okay. Also ich hoffe, wir kriegen die Sonnenbereiche, die wohl nämlich auch. Also ich würde sagen, also habe ich das jetzt so verstanden, dass ich die Autos jetzt kriege? Oder dass ich die jetzt einfach irgendwie runterlade und da ist einfach nichts passiert. Weil wir gehen mal jetzt, was habe ich denn jetzt geholt? Ich weiß nicht. Weil wir gehen jetzt mal bei Autos. 40 Euro. Okay, Leute, wir haben neue Autos uns gegönnt. Hier ist ein Bugatti Divo. Der ist langsamer als bei mir, ja? Ja, ich weiß, sogar sehr komisch. Aber wir haben Bugatti Divo. Ist das nicht geil, Leute? Ja, also, wo ist der Taycan? Ach, nee, beim Taycan sind wir schon ganz weit hinten. Wo ist B? Nee. Porsche, ich muss so zu P. Porsche. Hier ist der Taycan.
Sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen einfach von Anfang durch. Welchen haben wir jetzt bekommen? Den NSX haben wir bekommen. Und dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein und machen einfach mal eine Testfahrt. Ja, machen einfach mal eine Testfahrt und gucken, wie der sich dann so fährt. Der hat schon. Der hat einen Xbox Livery. Okay. Let's go. Alter, ist der langsam. Aber. Perfekt. Aber kann man eigentlich mitfahren? Sieht er von innen aus? Ja. Aus dem linken Fenster sieht man halt gar nichts. Aber mit dem kann man doch fahren eigentlich. Bremsen? Boah, gute Bremse, sagen wir mal so. Driftfähigkeiten? Kann der driften? Na, nicht so gut. Okay, dann gehen wir mal zum Bugatti Divo. Den kann ich für 3 Millionen verkaufen. Das würde doch sehr, sehr schön schmecken. Aber ich würde sagen, wir drehen, testen jetzt erstmal aus. So, Alter. Der ist ja geil, ne? Guck mal hier, die Taillights finde ich auch geil, ne? Alter. Okay, wie sieht der von innen aus? Sehr, sehr. Guck mal hier, 500 km auf dem Dach. Guck mal, wie schnell der, guck mal, wie der geht. 200 in, keine Ahnung. Alter, ich bin Millionär. Aber wir müssen auf jeden Fall tunen. Auf jeden Fall. Also, so? Na, weiß ich nicht. Also, ja, der ist natürlich schnell, kann man nichts sagen. Aber. Ey. Wir müssen den tunen. Warum habe ich eigentlich Horizon Wave? Ich will Horizon Pulse. Ach, Levitating Pure lieber. Aber den geht natürlich halt schon sehr schön ab. Bombo, klar. Alter, ja, stimmt, der hatte den dann 3. Leute, ich bin jetzt auch ein Millionär. Ich habe den einfach geschenkt bekommen. Ich kann es gar nicht glauben. Warum schickt mir jemand einen Scheiß Bugatti Divo? Ich verstehe es nicht. Warum genau ich? Hätten sie auch 10 Milliarden andere Dudes auswählen können. 10 Milliarden wäre jetzt nur ein Beispiel. Genau, ein Beispiel. So, was haben wir denn als nächstes? Hier war der Bugatti. Der Urban Rebel Cupra. Der kostet nur 2 Mille? Okay, interessant. Interessant, interessant. Okay, ist natürlich aber Elektro. Der hat ja nichts im Innenraum. Egal, wir gehen nach außen. Außen ist sowieso cooler. Ey, guck dir das an. Der ist richtig cool. Aber. Weiß ich nicht, der geht nicht so geil ab. Ich glaub, den werde ich verkaufen. Wäre sowieso auch nicht der Elektrotyp, aber ja. Ja, ich glaube, den werde ich verkaufen. Der hat nicht so viel PS. Warte, was ist eigentlich? Wie viel Dings hat er eigentlich? Warte, der 854er. Okay. Die V-Raptor haben wir den auch beschenkt bekommen? Ich weiß es gar nicht. Okay, das war wahrscheinlich am letzten. Hier der Hoonigan. Holen wir uns und dann gucken wir mal. Das ist glaube ich so ein Drift-Auto von Ken Block. Ja, let's go. Leute, ich bin kein Drift-Profi. Habe ich euch schon mal gesagt. Bei der Driftfolge im BMG könnt ihr auch angucken mit dem Ibisu 200 BX Drift. Ja, ist aber ganz, 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 ganz schnieke. Sagen wir so. So, was hatten wir denn als nächstes? Hier der CK GTR. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Der hat aber schon klitzekleines Tuning drauf. Das ist also nicht so schlecht. Okay, interessanter Innenraum. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ja, doch, der geht doch schon eigentlich ganz gut. Der geht doch schon eigentlich ganz gut, sagen wir so.
Ja, es ist jetzt auch nicht der beste, aber es ist ganz, 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 ganz okay. Ganz okay, ganz okay, ganz okay. Hier der Pagani. Ja, ist das ein Hyjara? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ein Hyjara ist. Ach du Heilige. Was ist das denn? Regenbogen, Forza Pagani. Interessant, Mann. Wir können sogar hier mitgehen. Boom, jetzt haben wir ein Cabrio. Er ist auch immer, das ist halt auch immer so ein Ding. Oder aber coole Felgen. Hier bei dem Blitzer hatte mein Miata 310 drauf. Was hat der Pagani jetzt drauf? 264. Also der Pagani ist ein Pups gegen mein Miata. Also, ne? Schon krass. Achso, was haben wir noch bekommen? Den Taycan. Den haben wir bekommen. So. Was haben wir da für ein Livery? Driven by Dreams. Ach, so eine Porsche Livery. Ja, die kenne ich aus dem Porsche Konfigurator. Ja, den kenne ich aus dem Porsche Konfigurator. Let's go! Türspur Plus, was sonst? Ja, ist ja auch Elektro, ne? Hab ich jetzt gerade nicht bedacht. Egal, kann er 360? Ja, kann er. Und der kann gut driften. Ey, warte. Ey Leute, wenn ihr Forza Horizon 5 habt, müsst ihr euch diesen Taycan Turbo S kaufen. Alter, der kann ja. Okay, ich bin nicht so der Elektro-Fan, aber nur, dass der so gut driften kann, hätte ich jetzt nicht gedacht. Interessant. Okay, ich bin auch der beste Drifter. Ich habe heute schon mal gesagt, das war's lecker. Hä, der geht aber gut. Guck dir das an! Holy moly! Der ist doch sehr schön. Egal, wir drehen mal um und gucken, wie schnell der auf dem Blitzer ist. Let's go! Miata 310. Hat der Pagani auch nicht geschafft und ich würde sagen, der schafft es auch nicht. Nee, wir fahren gerade mal zu 100. Wir haben 243. Ich habe ein bisschen Gas losgelassen, deswegen würde ich sagen 251. Also ein Pups gegen meinen Miata. Also ich kann es euch auch noch mal zeigen, wie schnell der Miata fährt. Wo ist er denn? Hallo? Ach, hier ist er. Und der kostet nur 25.000, ne? Also das ist halt krass. Das ist halt krass. Hier. Unser Süßi. Einmal umdrehen. Fangen wir zum Anfang. Das war ein geiler J-Turn. Ultimativer J-Turn. Aber. Einmal umdrehen. Stehen wir hier und let's go. Guck mal, der ist ja jetzt schon auf dem Tempo vom Pagani und wir sind nicht mal ansatzweise beim Blitzer. Guck, 325 sogar. Seht mal, wie schnell der ist gegen den Cap Bugatti Divo und Pagani. Also, die sind dagegen Witzfiguren. Sagen wir mal so. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, wie wir die ganzen Autos auftunen können. Und dann würde ich sagen, das war's auch wieder schon wieder mit dem Video. Ich weiß nicht, wie lange es ging, weil ich es nicht sehen kann. Ja. Wir haben ein paar neue Autos bekommen, unbewusst. Ja, lasst ein Like und ein Abo da und ciao, ciao.